Wunderschönen guten Morgen. Wir haben 10 vor 11. Ich habe gestern noch ein paar Kartonflaschen gefunden, also so Päckchen, die ich eher jetzt wegschmeißen möchte, weil die einfach irgendwie gar nicht brauchbar sind. Ich weiß nicht, warum die bei mir jetzt irgendwie ein halbes Jahr drin waren, aber die sind irgendwie halb zerstört. Weil ich gestern schon, nachdem mir das Geld überwiesen wurde, erstmal nochmal halber geprüft habe, ob mein Teil, was ich verkaufe, auch gut ist. Also ich habe natürlich mich also vorher drauf geschaut, schon als wir ja geschrieben haben, aber ja, nur mal so, vielleicht gab es da irgendwie eine Kleinigkeit. Auf jeden Fall, ja, habe ich ja gestern gesagt, dass ich eigentlich so rausgehen wollte, beziehungsweise das irgendwie so im Gespräch stand, mich mit meiner Oma zu treffen und so weiter, was zu übergeben. Aber irgendwie habe ich heute schlecht geschlafen, bin ein bisschen später aufgewacht und hatte irgendwie, ja, nicht Kopfschmerzen, aber irgendwie meinen Kopf irgendwie voll schwer. Gestern habe ich auch gesagt, dass ich, beziehungsweise meine Mutter mit mir eben wieder diese Diät durchziehen wollte. Ich habe ja auch gestern extra noch ein paar Sachen gekauft und heute, ja, ist ja so, ja, Vater hat die gestern Börek mitgebracht, kann man ja aufwärmen, ist ja nur Quark, dann dachte ich mir, ja, egal. Egal. Ich habe gerade eben meine Menstruation und wieg mehr und habe Heißhungerattacken. Auf jeden Fall ging es meiner Mutter gerade wieder nicht gut, also gestern ja auch nicht. Jetzt hat sie sich nochmal hingelegt. Vater kommt um 12. Weil er Mittagspause hatte, irgendwie hat sich das so ergeben, dass ja, er gerade nicht weit weg von hier ist, von unserem Zuhause, deswegen konnte er nochmal kurz, hat dann vielleicht 10, 15, er hat glaube ich eine halbe Stunde oder 40 Minuten Mittagspause, beziehungsweise bis zur nächsten Patientin und dann ja, hatte gesagt, hatte so vielleicht 10, 15 Minuten Zeit, wenn man halt eben noch die Anreise berechnet, ja, zu essen. Deswegen hat meine Mutter gesagt, es wäre gut, wenn ich jetzt hier so den Rest spülen würde und dann halt noch für den Salat was schmüllen würde. Wir haben gerade 9:43 Uhr. Meine Mutter hat gleich ein Telefonat, deswegen versuche ich, also ich versuche, werde ich rausgehen, um sie nicht zu stören und so weiter. Meine Oma denken, dass sie nicht anruft und der Anruf vielleicht nicht irgendwie abgebrochen wird. Und ja, ich muss gerade Rezepte abholen von meiner Oma, also ich gehe in die Arztpraxis, hol, also lass mir da die Rezepte schreiben, hol sie dann bei der Apotheke ab, bring sie nach Hause oder ich überkreuze mich dann mit meiner Oma, keine Ahnung. Aber ich glaube, ich, ja, keine Ahnung. Meine Mutter hat gesagt, geh mit ihr spazieren. Hat mir Geld gegeben, damit ich irgendwas kaufe. Trinkt da Kaffee am Tag. War mit Oma einkaufen. Ich werde jetzt ein Paket verpacken. Weil ich ja gesagt habe, dass bei mir seit Monaten wieder mal was gekauft wurde bei Vinted. So ein Kleid, was ich letztes Jahr anhatte. Sie hat bei mir eine Überweisung getätigt. Vorgestern
Und normalerweise ist es so, dass wenn ich rausgehe, ich eigentlich das eigentlich immer mitnehme. Eigentlich immer mitnehmen. Aber das Geld ist noch nicht auf dem Konto. Ja, und es ist immer noch nicht auf dem Konto, aber bei Überweisungen kann das ja etwas dauern, wenn es keine direkte Überweisung war. Ja, dann verschicke ich es einfach, weil bei ihr sind 5 Sterne da von 5. Keine einzige schlechte Bewertung, es steht immer Tipp, Top, alles. Deswegen mache ich das, gehe jetzt auf eigenes Risiko, aber ich denke nicht, dass sie mich verarscht hat. Sonst kriegt sie eine richtig fette negative Bewertung von mir. Ja, verstecke ich das einfach. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich das unbedingt bekommen wollte. Es ist jetzt kein riesengroßes Paket, aber ja, ich habe halt auch irgendwie Angst, dass der das irgendwie falsch berechnet. Also die rechnen ja irgendwie manchmal auch die Dichte und die Länge ab. Und an sich ist dieses Paket von der Länge her kleiner als die Brieftaschen, die wir immer für 1,80 verschickt haben. Aber irgendwie spielt auch manchmal die Höhe mit ein. Ich habe Angst, dass es zu fett ist. Egal. Am Ende zeige ich mir versandt mehr, als dass sie mir bezahlt hat für meine Ware. Ich wollte ein Paket abgeben von diesem netten Typen, der da immer ist, weil das Lotto, was bei uns ist, da habe ich mir schon gedacht, dass die halt nicht so selbstzahlende Pakete annehmen, sondern nur die, die man halt kurz scannen muss, weil ich bei ihr keine Messgeräte gesehen habe, die halt eben ja ausmessen, wie viel ja die im einzelnen Maße sind, und dann sehe ich so schon so an seiner Tür Post geschlossen, und dann dachte ich mir so, hä, wie? Und dann wollte ich irgendwie gehen, weil eigentlich alles so leer war, und dann kam da aus so einer Tür raus, die halt, ja, also er ist halt aus der Tür rausgekommen, und die war halt gegenüber von dem Eingang. Das heißt, er ist praktisch von hier so rausgekommen, also hier so mir entgegengeschaut. Hier war die Tür und hier war die Eingangstür, und dann kam er so raus und schaut mich an, und dann dachte ich, okay, ich kann es ja mal versuchen. Ich sehe ja Post geschlossen, also ja. Und dann habe ich meinen Vater angerufen und gefragt, ja, was los ist, weil er bringt auch halt so schwere Pakete selber eigentlich immer raus. Und er so, ja, ist geschlossen. Und dann habe ich das so genervt, und ich so, ja, wohin soll ich jetzt gehen? Er so, ja, hier halt bei uns. Ist ja eigentlich gar nicht so weit weg, so 3 Minuten, aber irgendwie kam es mir von dem Ort irgendwie lang vor, die Entfernung. Also, dass ich mir gedacht habe, boah, jetzt muss nicht so viel gehen, weil eigentlich hatte ich jetzt, ja, keine Ahnung, ich hatte nicht wirklich einen Weg im Kopf. Ich wollte halt nur zu meinen Großeltern, meine Oma besuchen. Ja, dann bringe ich das jetzt weg, weil es ist jetzt unnötig, wenn ich das schleppe, und ich glaube, man muss halt 5 Tage, nachdem es gekauft wurde, abschicken. Da dachte ich mir so, ja, dann bringe ich es halt das jetzt weg. Und da war gerade so eine Frau mit einem Kind, und die hat mich so, also die hat mich angelächelt, aber sie hat mich dann auch die ganze Zeit so, also nicht mehr losgelassen mit dem Blick, und dann war das irgendwie richtig komisch, wie so aus TikTok, Puff, you met your, Puff, the neighbor's daughter came over Christmas. Ja, bloß ist das eine Frau, oder? Vielleicht passt jetzt auch mit einem Typen. Meine Mutter hat auch so gesagt, greift zu den Hundebesitzern. Macht deren Hunden Komplimente, dann schmelzen die schon. Weil heute, als ich mit meiner Oma unterwegs war, war ein Hund im Rollstuhl. Also nicht im Rollstuhl, sondern diese Gehhilfe. Und ich fand es halt, also ich hätte jetzt nicht angesprochen, ja, seit wann irgendwie ist ihr Hund gehbehindert, oder. Ich finde es halt richtig komisch, obwohl der Besitzer schon süß war und so, aber ja, ich glaube, es ist dann auch nicht so das beste Thema, drüber zu sprechen. Ah ja, jetzt mache ich schon die Post, ich drücke mich komplett weg. Ich habe gerade einfach so scheiße viel für den Versand gezahlt. Einfach 2-mal mehr, als sonst ich es immer getan habe. Und wisst ihr, wie viel Gewinn ich dadurch gemacht habe? Ich gebe euch eine kleine Pause zum Raten. 25 Cent.
Ich kack mich weg, echt. Also ich glaube, also was heißt ich glaube, ich werde, außer wenn ich jetzt nichts für über 10 Euro verkaufe, werde ich, auch selbst glaube ich dann nicht, nichts mehr über Überweisung verkaufen, weil das Problem halt einfach dadurch war, dass du selber nicht einschätzen kannst, wie viel eben die Versandkosten kosten werden und die ja das halt das Geld überweisen und dann du das denen zuschickst. Und das war halt eben das Problem. Ich habe gedacht, ich muss sie immer 1,80 zahlen und habe sogar noch auf ihr Preisnachlassangebot, ja, bin ich da drauf eingegangen, habe da mich eingelassen. Ja, und jetzt habe ich 25 Cent Gewinn gemacht. Das ist natürlich super vorteilhaft. Und wenn man halt über das System zahlt, dann ist es so, dass sie das zahlen und du bekommst halt eben so einen Vordruck. Und mit, also du musst dann halt eben für das Versand nicht zahlen, sondern so viel, wie es halt kostet, zahlt halt eben dann der Verkäufer. Also dem wird halt irgendwie eine Rechnung geschickt oder das wird von dem abgebucht. Und das ist einfach so praktisch gewesen, weil ich nie darüber nachdenken musste. Und jetzt keine Ahnung, was der da ausgemessen hat. Warum? Also ihr habt ja gesehen, bei manchen geht es halt nur um Grammangaben, bei manchen das und das. Keine Ahnung, ob es daran liegt, dass es eine Kartonage war und kein Briefpapier. Aber was ist der Unterschied? Ich habe es ja ausgewogen. Oh, das hat mich gerade so ein bisschen echt aufgeregt. Ja. Super. Was ist das bitte für eine Sache? Also einfach so, ja. Auf jeden Fall. Ich möchte auf jeden Fall auch so eine Anlage haben mit nackten Leuten. Das Reste war, ich weiß gerade gar nicht wo. Ah, genau, das war gestern. Nachdem ich eingekauft habe oder irgendwie so, bin ich da bei uns entlang gegangen. Und im Garten stand einfach ein 1,50 Meter Porzellanjunge mit einem Trikot-Fußballshirt, wo ich mir dachte so, aha, also, okay. So, ich bin jetzt da. Ich habe gerade tatsächlich zum ersten Mal gemerkt, dass das magnetisch ist, was eigentlich kein Wunder ist, weil es gibt ja diese Ladegeräte, die magnetisch sind, aber irgendwie, ja, hätte man meinen können, dass nur diese von Apple eben magnetisch sind. Ich hoffe, keine Schläge oder so. Вообще.